Wir sind hier im Rahmen eines Wettbewerbs unterwegs, des niedersächsischen Bach-Wettbewerbs, Bach im Fluss Mitnahmen. Die Jury besteht aus 7 Personen, 6 Kollegen und mir. Und wir sind eben unterwegs, um die Beiträge, die eingereicht wurden, im Rahmen dieses Wettbewerbs zu begutachten. Ziel des Wettbewerbs ist herauszufinden, wer hat sozusagen das beste, das interessanteste Projekt gemacht. Das größte Entscheidungskriterium für den Wettbewerb ist die ökologische Wirksamkeit, aber auch so etwas wie Kooperation vor Ort, wie hier mit der Autobahnverwaltung, an anderer Stelle mit Schulen, mit Vereinen und so weiter. Das ist ein wichtiges Kriterium und natürlich auch die Frage der Organisation, wie hat man es abgewickelt, wie hat man Finanzquellen aufgetan, wie ist das Projekt technisch gelaufen. Das sind so unsere 3 Kriterien. Wir sind jetzt hier am 8. Standort. Wir werden uns noch 4 anschauen und am Donnerstagabend dann die Entscheidung treffen, wer die diesjährigen Sieger im Bereich Ehrenamt bzw. Hauptamt sein werden.